Wenn im Spätsommer und Frühherbst die Tage kürzer werden und die Nachttemperatur absinkt, zeigen viele Tiere eine auffällige Veränderung in ihrem Verhalten. Wir wollen einmal beobachten, was sie tun und wie sie sich auf den Winter vorbereiten. Es ist ja die gleiche Jahreszeit, zu der auch die verschiedensten Früchte reifen, Buchecker, Kastanien und Eicheln zum Beispiel. Tiere, die während der kalten Monate nur wenig Nahrung finden, fressen sich jetzt einen Fettvorrat an. Er bildet eine Nahrungsreserve und schützt sie gleichzeitig vor der Kälte. Für die Rehe sind Kastanien ein Leckerbissen. Wildschweine haben sich vor allem auf Eicheln spezialisiert. Eine besondere Vorratshaltung zeigen die Eichhörnchen. Sie sammeln mit großer Geschäftigkeit die verschiedensten Samen und Früchte, hier zum Beispiel Haselnüsse. Tag für Tag graben sie jetzt ihren Wintervorrat ein. Ob sie alle die Samen wiederfinden werden? Und was geschieht wohl mit denjenigen, die in der Erde bleiben? Ein anderes Nagetier, der uns allen bekannte Hamster, sammelt seine Vorräte auf eine besondere Art und Weise. In seinem verzweigten unterirdischen Bau hat er eigene Vorratskammern. Die zwei Backentaschen, die der Hamster vollstopft, reichen bis zu den Schultern. Begleiten wir einmal ein Tier in seinen Bau. Es ist eine erstaunliche Menge an Blättern, die es auf einmal einbringt. Wenige von uns wissen, dass es auch Vögel gibt, die für den Winter vorsorgen. Hier sammelt und versteckt ein Nusshäher die Samen von Zirbelkiefern.
Kleiber, der einzige Vogel, der in der Lage ist, mit dem Kopf voran die Bäume herunterzuklettern, sucht pausenlos Samen und verwahrt sie in Rindenspalten und im Boden. Viele Tierarten polstern ihr Nest mit Gras und Moos aus, um gegen die fallenden Temperaturen geschützt zu sein. Wie geschickt es das Eichhörnchen versteht, das trockene Gras zu sammeln und in seinen Kobel zu tragen, können wir hier beobachten. Wenn wir uns an den leuchtenden Farben des Herbstlaubes freuen, haben die Rehe das Braunrot des Sommers verloren. Das dicke graue Winterhaar macht ihr Fell dicht und warm. Andere Tiere schützen sich nicht nur durch ein wärmendes Haar- oder Federkleid gegen die Kälte, sondern sie wechseln darüber hinaus ihre Farbe, damit sie auch im Winter für ihre Feinde schwer auffindbar bleiben. Das Hermelin aber wird durch seine Schutzfarbe zu einem schwer erkennbaren Jäger. Wenn wir jetzt den Hamster an seinem Bau besuchen, finden wir auch ihn beim Eintragen von Nistmaterial. Er schleift das trockene Gras einfach in seine Schlafkammer. Zwischen Ende September und Ende Oktober verlassen die letzten Zugvögel ihre Sommerquartiere, um die Wintermonate im warmen Süden zu verbringen.
Bei den wechselwarmen Tieren hängt die Körperwärme von der Außentemperatur ab. Sie verfallen während der kalten Jahreszeit in den Zustand der Winterstarre. Salamander und Frösche ziehen sich außerdem tief in den Schlamm zurück. Manche Krötenarten wiederum graben sich in den Boden ein. Die Weinbergschnecken verkriechen sich in die Erde und verschließen ihr Gehäuse mit einem widerstandsfähigen Deckel. Es ist ein kalter Dezembertag. Wir wollen einmal versuchen herauszufinden, wo und wie die vielen Insektenarten den Winter überdauern. Diese Weide beherbergte im Sommer ein Wespennest. Es ist jetzt leer. Von den vielen Tieren ist nur die Königin übrig geblieben. Sie überwintert in gut geschützter Umgebung. Schmetterlinge können als Eier, Raupen, Puppen oder Falter überwintern, wie dieses Tagpfauenauge. Hier eine Schwalbenschwanzpuppe. Und das sind die Eier des Ringelspinners. Gleichwarme Tiere, also alle Säuger und Vögel, die bei uns überwintern, kennen keine Winterstarre und die meisten auch keinen Winterschlaf. Das Eichhörnchen, das wir beim Verstecken der Nüsse beobachtet haben, verlässt an schönen Wintertagen seinen Kobel und sucht nach den vergrabenen Leckerbissen. Der Hamster lebt so tief unter der Erdoberfläche, dass ihn auch die grimmigste Kälte nicht stört. Nahrungsvorräte findet er gleich neben seiner Schlafkammer.
Manche Säugetiere fallen in einen monatelangen Winterschlaf. Diese Tiere atmen nur noch in großen Abständen und ihr Herz schlägt langsam. Sie leben ausschließlich von den Fettvorräten in ihrem Körper. Igel und Haselmaus haben ebenso wie die Murmeltiere einen durchgehenden Winterschlaf, der bis zu 7 Monate dauern kann. Sobald in den ersten Frühjahrswochen die Sonne wieder die Luft erwärmt, lässt die Starre der Schmetterlinge nach. Die ersten Zugvögel, Kehrenrösche und Salamander verlassen ihre Verstecke. Eines Tages kommt auch der Igel aus seinem Winterquartier zum Vorschein. Etwa 5 bis 6 Monate wird es dauern, dann verlassen erneut die ersten Zugvögel ihr Brutgebiet und viele Tiere werden wiederum beginnen, sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.